Hallöchen, und da sind wir auch wieder. Beim letzten Mal wollten wir hier rein, geht aber immer noch nicht. Naja, ich habe ja wirklich gedacht, wir haben den Dietrich gefunden, jetzt können wir hier rein. Ja, war natürlich ein Schuss in den Ofen. Peng, peng. Hey. Na gut, dann gehen wir jetzt mal weiter. Richtung Spitze der Insel, sag ich jetzt mal, hier hinten. Gucken mal danach, ob da irgendwie was Interessantes rumliegt. Ansonsten gehen wir die Straße wieder zurück und gucken uns das eine Haus an, das hier definitiv noch rumoxidiert, sag ich jetzt mal. Also wenn man hier Herz sieht, in diese Gegend hier, muss man die Einsamkeit lieben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nochmal gewillt, die Lautstärke ein bisschen... Na, sagen wir es mal so, ein bisschen leiser zu machen in der Musik und von den Effekten her noch ein bisschen lauter. Ich habe es schon in der Testaufnahme gehabt. Die Musik schreit einen förmlich an, so wie ich jetzt euch. Wenn überhaupt. Ja, und die Soundeffekte hier, die sind minimal. Verstehe ich nicht. Aber manches muss man nicht verstehen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nur bei mir den Lautstärkeregler zu leise eingestellt habe. Und ich will jetzt auch nie weiter großartig was daran rumseppen oder rumschrauben. Nicht so wie bei dem letzten Let's Play von mir. Fortschritt 100%. Taluden. 100 EP. Yeah. Also hier haben wir 100% entdeckt, weil hier gibt's nichts. Finde ich ein bisschen schade. Haben wir umsonst den Weg hierher gemacht. Ja gut, nee, die 100 Erfahrungspunkte, die waren es schon wert. Wer weiß, wozu das hier eigentlich da ist. Kann mir mal sagen... Wozu das da ist. Also Rettungsring ist mir klar, aber wozu dieses Paddel, diese Flasche in der Mitte? Ich weiß es nicht, was das sein soll. Ja, wer das weiß, kann mir mal ruhig schreiben. Ich weiß es nicht. Eine Sandbank. Da könnten wir rein theoretisch auch mal rüber. Genauso ist wie mit der Insel hier drüben. Hier könnten wir eigentlich auch mal rein deutlich rüber. Hier war ich mich auch noch nicht drauf. Ach, ich habe irgendwie die Befürchtung, dass einfach nichts da drauf ist. Vielleicht finden wir irgendwelche Secrets. Aber ich habe Angst, dass hier irgendwas im Wasser ist, was uns killt. Oh. Man merke, wir können nicht schwimmen. Okay. Alles klar. Da hat sich ja dieses Vorhaben jetzt gerade eben ganz schnell in Rauch aufgelöst. Naja. Machen wir wieder zurück. Jetzt mal ein bisschen im Eiltempo. Auch so an sich, ne? Die Bäume und so, hammergeil dargestellt. Natürlich, wenn man jetzt ganz nah hier rangeht, man kann sich jetzt aufregen, wie man will. Bei jedem Spiel, es sind und bleiben Texturen. Es ist noch nicht so hochgradig perfekt, dass man dann ja wirklich dann hier die ganze Rinde einzeln gemustert auf die Bäume draufklatscht, weil, ey, seien wir mal ehrlich, würden sich die Entwickler so viel Zeit für einen Baum nehmen und für jeden Baum unterschiedliche Skins machen. Oder alles einzelne Dateien und so. Weil dann kriegt da jeder Baum, wenn man so nimmt, eine eigene Datei. Kann man natürlich dann so und so viel mal vervielfältigen. Ist ja alles erstmal kein Problem. Aber wisst ihr, wie verdammt riesig dann alles wird? Na klar, das wäre eine interessante Sache. Wirklich hier, anstatt diese glatten Bäume mit den Texturen,
wirklich komplett unebene Bäume mit tiefen Rillen teilweise, mit so einer richtig realistischen Rinde und und. Das wäre schon interessant. Aber so weit sind wir noch nicht, dass es so 100, dass wir das so hundertprozentig hinbekommen. Und vor allem, wenn du dann wirklich mal dagegen schlägst, dass du dann so die Rinde einfach mal mit Messer abziehen kannst oder so. Das sind Gedankengänge. Und die Dateigröße dann. Und vor allem das erstmal dann zu programmieren, alles drum dran. Uiuiui. Viel Spaß dabei. Also, wenn es irgendwann mal einer vorhat, mal so eine Welt zu machen, übt euch erstmal, also macht das erstmal an einem Baum und dann wisst ihr ganz genau, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, schon alleine nur einen einzigen Baum dann dafür zu bauen. Einfach mal so mal nice to know, so nebenbei, also. Ich hatte ja auch mal eine Zeit lang mit einem Programm, mit einem Bearbeitungsprogramm rumgespielt. Da habe ich ja auch eine eigene Landschaft hinbekommen und. Aber also so einfach so ein nice to know und so neben der eigenen Arbeit und so weiter und so fort. Also man will ja auch noch Freizeit haben. Ich habe es mal aus Spaß mal gemacht. Es ist interessant geworden, aber kapituliert habe ich dann bei den Feinmechaniken von, na, sagen wir es mal so, von Personen und beweglichen Einheiten, sage ich jetzt mal. Da habe ich wirklich dann gesagt, ich spiele gerne, ich unterstütze die Entwickler dadurch gerne, ich weiß jetzt mittlerweile, was die von eine grandiose Arbeit leisten müssen. Und bei denen geht wirklich ein Projekt, bei denen gegen Baum fährt, ist halt eben teilweise schon dann ihre Existenz manchmal schon beendet. So, hier wahrscheinliche Beute 13 und eine Waffe. Tschüss. Huh, wie konnte ich mich jetzt wiederbeleben? Mit der Adrenalinspritze oder was? Jetzt muss ich erstmal mal im Inventar gucken. Ja, mit der Adrenalinspritze. Dafür sind die also gut. Gut zu wissen. Ich brauche mehr Adrenalinspritzen. Schade, dass ich die ersten paar liegen lassen habe. Denn? Es ist echt mies.
Irgendwo bist du eine Waffe rumliegen. Die will ich auf jeden Fall haben. Machen wir mal wieder hier zu. Jetzt gehen wir erstmal auf die Suche nach der Waffe. Hey! Wir haben sie! So, ich habe doch schon einen Okular gefunden gehabt. Hä, wo ist das Okular hin? Okay. Hundi. Gut. Liebes Hundi. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Also, hier gibt es insgesamt 13 Beutesachen und ich finde gerade gar keine Beute. Irgendwie gerade ein bisschen verkehrte Welt, oder? Ach da. Doch, 3 von 13 schon gefunden. Gut. Ding schleicht ums Haus. Gut, wir haben ein Zielfernrohr gefunden. Ah, da oben ist noch mehr. Ah, erste Hilfe, alles klar, danke. Adrenalin will ich aber jetzt lieber wieder haben. Alles klar, Herr Kommissar. Das war witzig. Ah, die Waffe ist wirklich der Hammer. Also das Jagdgewehr ist wirklich der Hammer. Schön snipen auf den Kopf und weggeballert. Die Gegner. Was ist das? Okay. Haben wir zwar schon. Nehmen wir trotzdem erstmal mit. Nee. Braucht jemand Holz? Damit würde ich mir ein schönes Feuerchen machen. Munition. Alles mitnehmen. Die ganzen Fackeln brauchen wir nie unbedingt. Haben wir irgendwelchen Blödsinn mitgenommen? Ja. So, die werde ich jetzt einfach mal verbrauchen. Mal sehen, wie das aussieht. Schon interessant. Damit kann man die Viecher schon schön ablenken. Ne? Vor allem jetzt haben wir 7 von 13 Sachen gefunden. Ich habe auch schon beim letzten Mal blöd geguckt. Also ich weiß nicht noch, wo die letzten 6 Sachen sein sollen. Gehen wir mal kurz ein bisschen weiter weg. Gehen gleich wieder hin. Dann wird es mir angezeigt, wie viel hier noch. Ja, die Waffe haben wir. Und noch 6 solche Sachen müssen wir noch finden.
ich hier irgendwas übersehen? Ja, ich kann ja aber keine 6 Sachen übersehen. Nee, es muss noch irgendwie im Haus irgendwas sein. Das Haus wird doch relativ leer. Kaffeemaschine, immer ganz, ganz, ganz wichtig. Schau, dass ich den hier mitnehmen kann. Ja, so. Ah. Einfache erste Hilfe. Gut. Können wir immer gut gebrauchen. Gerade eben hier was gesehen. Oder war das nur der Schalter hier? Daheim ist es am schönsten. Den Feuermelder will ich dort oben nicht die Batterien wechseln, wenn es einer sein soll. Zeitung. Dass man die Schränke nicht aufmachen kann. Auch nichts. Wie gesagt, ein bisschen unerklärlich, wo dann der Rest noch sein soll. Irgendwo habe ich den Mist bestimmt übersehen. Ihr werdet jetzt natürlich mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wie blöd ist der denn? Kann er nicht mehr richtig gucken, er ist schon 35 Mal an den Sachen vorbeigegangen. Muss er mal die Glotzen offen machen, der Junge. Ja. Dann ist es halt so. Finde ich halt eben nicht zu 100%. Irgendwann vielleicht, aber nicht heute und auch nicht morgen. Noch irgendwas. Vor allem. Hat sich hier was. Entweder hat er das hier gebaut oder hat er hier. Oder war das so alt, dass er da drüben das neue Haus gebaut hat? Ich weiß es nicht. Okay. Gehen wir weiter. Oder wieder zurück. Oder wie man es auch immer nennen will. So, jetzt waren wir hier. Ah, da wird es mir so angezeigt. Ah, alles klar. Okay, wir gehen nochmal zurück zur Fähranlage. Wir müssen auf 4, 1 und 1 sein. Okay. Einmal querfeld ein durch den Wald. Wie gesagt, erhofft euch noch nicht so viele große Wunder, das, was wir hier sehen werden. Und ja, ist halt so. Ne? Hä? Ich bin im Busch hängen geblieben. Das ist ja fast mein das ist ja wie im wirklichen Leben. Ich bleibe in jedem Busch drin hängen. Bitte verzeiht mir alle Doppeldeutigkeiten. Ich mag Doppeldeutigkeit.
Alter, sieht das so geil aus. Einfach nur. Boah. Okay. Also. Den treffe ich von hier aus. Nee. Selbst mit einem achtfachen Zielfernrohr würde ich ihn nicht treffen. Wo ist mein... Auf der 7. Geht doch. Noch ein zweiter in der Nähe. Bestimmt da hinten. So, jetzt waren wir weit genug vom Haus weg. Jetzt gehen wir mal nochmal zum Haus, bevor wir weitermachen. Bevor es dann halt... Da spielt er gar nicht richtig. Mal sehen, ob es jetzt alles respawned ist im Haus. Oder ob wir wirklich weit, weit weggehen müssen, damit es... klappt. Taschenlampe ist da. Knifte ist da. Was hier auch immer da sein soll, ist nicht da. Eins, zwei. Na komm. Beides da. Hallo, fehlt hier noch was? Irgendwie hat da irgendwas mehr eingesammelt. Okay, das Oni respawned. Ah, die Karte. Fernglas und die Karte. So, was fehlt uns jetzt hier noch? Beute, viermal. Und ein Sammelgegenstand. Ja. Versuch war es wert. Wir haben mehr als die Hälfte bekommen. Genau, hier waren wir auch gar nicht drin. Na gut, hier ist auch nichts. Ah, hier ist was. Und Adrenalinspritze. Zwei von vier. Fehlen also immer noch zwei Sachen.
Achso, das war nur die Tür. Natürlich machen wir überall das Licht aus, wir müssen Strom sparen. Wir gehen gleich dort rüber. Aber wieso wird mir das hier noch angezeigt? Hier ist noch irgendwas. Zu eindeutig oder da ist ja nichts. Ich nehme mal die kleine Pistole wieder. Jetzt gehen wir noch mal kurz hoch. Ansonsten gehen wir gleich raus. Was auch richtig mies wäre, wenn die irgendwas in der Dachrinne oder so verstecken würden. Ich finde es auch interessant, hier sind Hände. Also derjenige ist auf jeden Fall hier rausgerannt. Das wäre richtig mies, wenn die auch hier oben auf dem Dach irgendwas verstecken würden. So, hier waren wir auch drin. Dieses Mal. Sammelgegenstand aufgehoben. Gartenzwerg. Okay. Den kleinen Gartenzwerg kann man mitnehmen. Kurios, kurios, kurios. Ja, da haben wir doch schon fast alles. Aber. Also eben habe ich es hier gehabt, ne, bin ich hier reingegangen und pfupp, Spiel abgestürzt. Okay, dann machen wir uns weiter auf die Suche. Auf die Suche nach der nächsten Ortschaft. Da gehen wir immer hier hin und dann dahin. Rein theoretisch müsste ich aber auch hier hin und dahin. Ich bin hin und her gerissen. Ich will hier alles erkunden. Na, gehen wir erstmal dort hinten hin. Theoretisch bräuchten wir auch mal eine Stelle, wo wir uns mal ausruhen können. Damit wir nicht permanent uns die Erste-Hilfe-Pakete reinschmeißen. Oh, haben wir keine mehr. Das ist natürlich richtig bescheuert. Hä, wir haben doch welche. Machen wir jetzt diesmal auf die 4. So. Wozu diese Beutel da sind, das will ich immer gerne wissen. Ob das irgendwie Sammelbeutel sind oder. Hier will ich auch am liebsten rein. Ich will jedes Ding hier öffnen wollen, können. Jede Garage, alles. Obwohl es Bootshäuser sind, aber psch, das braucht ja keiner wissen. Sieht aus wie Garagen. Schuss mit dem Jagdgewehr haben wir noch. Wir brauchen echt mal den Schalldämpfer dafür. Jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg dahin. Oder begeben uns auf den Weg dahin. So, klingt besser.
Hütte im Wald. Na gut, Baracken im Wald. Ah, hier gibt's was. Okay. Alles klar. Ja, nee. Ja, das ist immer noch besser als gar nicht. Auch wenn man erstmal immer ein bisschen enttäuscht ist, aber alles ist besser als gar nicht. Runterschrauben, die Helligkeit geht mir doch ein bisschen auf den Zeiger. Okay. Das wäre jetzt ein Plot-Twist gewesen, wenn jetzt hier irgendwie so eine krasse Stelle gewesen wäre. War theoretisch hier ein schönes Haus hinbauen? Warum nicht? Das ist so eine geile Lichtung hier. Hier würde ich mir definitiv ein Lager aufbauen. Schön ringsrum zu. Einmal frei. Wollte schon sagen, schön in der Hanfplantage, aber... Nein. Und wer weiß, was am Ende auf der anderen Seite die Baracken für einen Sinn haben, für einen Zweck erfüllen. Wo wir in der ersten Folge nie reingekommen sind. Oh, ich habe gerade aufs Irrchen geguckt. Das Irrchen sagt schon wieder, es ist vorbei. Wahnsinn. So schnell ist schon wieder eine halbe Stunde vorbei. Tja. Ja, dann lassen wir uns hier noch mal ein bisschen nieder. Gehen hier ins Häuschen rein, kochen uns noch was Hübsches. Ja, und dann verabschiede ich mich schon mal. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.